Oh, das gefällt mir, das nehme ich auf. Ich bin eingesperrt, ich bin eingesperrt. Wenn ich schnell genug laufe, dann komme ich durch die Zeit. Aber Elis, du weißt schon, dass ich die Macht habe, mich als Admin einzulocken, was ich eigentlich eh schon bin, den Trainingsmodus anzumachen und dir eine Kugel zu verpassen. Also noch bin ich im Editor, also wer jetzt noch was braucht... Du hast doch gar keine Waffe. Upsi. Google lässt die Motoren warm laufen. SF2, sobald der Helikopter Position eingenommen haben, geht's los. Wartet also auf das Go vom Helikopter. Also ich hätte auch ganz gerne, dass wenn wir schon da so die begleiten müssen, dass wir auch nicht allzu hoch fliegen. Was, dass wir? Da auch da nicht dann allzu hoch fliegen. Nee, nee, klar, wir bleiben hinter den... Okay, dann start mal und flieg dann hinter den Konvoi, also mal über den Konvoi. Alles klar. Und SF2. Konvoi hier, Google, wir sind Airborne und halten uns hinterm Konvoi. SF2, bei offener Fläche, bei Feindkontakt, nicht stehen bleiben, sondern versuchen zu umfahren und den ersten Checkpoint zu erreichen. Alles klar, verstanden. SF2 fährt los. Darf ich schießen? negativ. Gern lieber die Wege, die Hauptfahrwege auf IEDs, das was sie da irgendwie machen wollen. Ich mach mal Wegpunkt für mich Richtung Alpha, damit ich mal weiß, wo die überhaupt sind. Okay, ich bleib auf Höhe 20. Okay, dann flieg mal, ja, ein Zick nach, ja, Westen. So, dass ich die Hauptstraße sehen kann. Ich glaube zwar, ich bezweifle zwar, dass ich die hier von oben sehe. Okay, jetzt kannst du dich langsam nach Süden drehen. Wie ist das? Achso, um den... Weil wir nach Süden müssen, ja. Die ersten sind auf der Hauptstraße. Siehst du was? Oh, doch, 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 stopp! Fuck. Zu spät. Ja. Ich hab sie gerade gesehen, wo er drüber gefahren ist. Eine Idee. Ja, das war halt. Das ist aber auch ein bisschen blöd, dass er das gleich da am Anfang getan hat. Wieso? Es ist Hell Road. Und es war. Es steht im Forum, dass das IEDs sind. Nichts, was wir von hier oben aufklären können, aber so eine Dinge hast du einfach mal zu fahren. Aber allererst, als alles mit dem Reifen drüber war. Ich habe die Bombe und sogar den Stift gesehen. Warum hast du es nicht gemeldet? Weil ich genau, wo ich sie gesehen habe, sie schon mit dem Reifen drauf waren. Da kann ich nichts mehr melden. Ja, das stimmt natürlich. Bis ich die Funktaste gedrückt hätte, waren, ja. Hast du ja gehört? Ich sehe eine und dann boom. Ja. Da hätte ich keine Möglichkeit mehr gehabt. Konvoi hier, Ghoul, wie ist der Status des Konvois? Hier Konvoi, haben unsere Führung, haben wir verloren. Und ich habe die Führungsposition eingenommen und wir setzen die Fahrt fort. So, verstanden, sind hinter euch. Ende. Ja, ich meine, ich fand es bloß ein bisschen blöd, dass er die gleich zwischen ersten Checkpoint und schon... Das hat er aber gesagt. Hat. Dass es ihn wundert, wenn wir überhaupt die Grenze erreichen. Problemlos. hier Konvoi an Helikopter, haben Feindbeschuss aus östlicher Richtung. Check das mal aus. Aus östlicher Richtung. Hier Ghoul, so verstanden. Wir checken das aus. Siehst du was? Ich sehe was. Stücke rechts?
die Richtung, wo ich schaue. Auf 168, 69. Oben die Straße, also... Ich sehe durchs Thermal überhaupt nichts. Blue on Blue. Oh Mann! Hä? Die schießen da die eigenen ab irgendwie. Wer schießt auf wen? Blue on Blue. Gerade im Seitenchannel bekommen. Ich glaube, Kani meint Westen. Hier Ghoul zur Information. Beschuss nicht aus Osten, sondern Beschuss aus Westen. Mein Gott, Kompass lesen müssen wir können. Mhm. Ein Stück weiter. Wohin? Weiter Süden. Damit ich an den Bäumen vorbeischauen kann. Kriegen wir Schuss von vorne irgendwo oder? Rechts ist klar. Also der rote Punkt kommt jetzt von mir. Ich warte jetzt bloß an, damit ich nicht mehr... Alles klar. Dann sehe ich auch, wenn du schießt und ich sehe den roten Punkt, dann weiß ich, in welche Richtung du schießt. Da kann ich die Karre dann dementsprechend drehen. Nicht zu weit vor, nicht zu weit vor, nicht zu weit vor. Konvoi an Ghoul, habt ihr die Feinde eliminiert und ist die Straße gerade sicher? Positiv. Feinde, die im Westen waren, getötet. Sonst... Von hier aus nichts einsehbar. Ist das dein? Ja, nee. Wir hatten gerade einen roten Punkt. Ich hatte gerade einen roten, eine rote Abschaltung. Auf uns? Ja, nein, Rotaufschaltung heißt rot im Radar. Direkt vor uns. 160, 161. Direkt vor uns, 163. Ziemlich weit weg. Siehst du es nicht auf dem Radar? Ich hatte ihn kurz gesehen. Ja, du guckst in die falsche Richtung. Ich sehe ja dein Fadenkreuz. Bei 165, jetzt 165. Oben an der Bergkuppe, ziemlich weit weg. Am Ende des Radars. Ich meine Sichtweite höher stellen. Also du müsstest jetzt ungefähr auf die Stadt gucken. Also du müsstest Entfernung 2 Kilometer ungefähr gucken. Ich sehe da überhaupt nichts. Jetzt warte, wieder. Warte. Aber vorher melden. Hier Ghoul haben feindliches Fahrzeug anscheinend mit Bewaffnung entdeckt, weit entfernt. Entfernung ca. 2310 Meter. Circa genau 2300 Meter. Hab verstanden, wenn ihr es angreifen könnt, zerstört ihr es. Okay. So verstanden. Alter, das ist irgend so ein behinderter Jeep. Höher gehen? Ich sehe ihn gerade momentan nicht. Der flitzt durch die Kante und leckt ein bisschen rum. Der ist mal da, dann ist er mal kurz weg. Also wir sind jetzt mittlerweile in dem 2-Kilometer-Radius um die Stadt. Konvoi am HQ, müssen wir mit dem Moontruck an den Basis jetzt noch irgendwas Spezielles machen oder soll der einfach nur abgestellt werden? Er ist wieder da. 2300 Meter in die Richtung, das wäre dann, wo sind wir gerade? Das wäre dann irgendwo drüben in Kufa. Ja, der ist noch weit genug weg von momentan. Wo sind denn unsere Teams eigentlich gerade momentan? Gulan SF-Team, wie soll die momentane Position kommen?
hier SF-Team, unsere momentane Position ist der Außenpost Ghoul. Ah. Sorry, Rabbit, jetzt komm ich hier so lange noch durcheinander. Okay, fliegst du 200 Meter weiter vor. 200 Meter weiter vor, Süden. Ja. Okay. Ach komm, da hätte Berlin aber schon einen Respawn machen können. Ja, das stimmt. Die Rotaufschaltung kommt näher, ne? Das eine graue vor uns ist auch eine Orangeaufschaltung. Das Problem ist, dass das Raketen kann ich da erstmal vergessen, weil da noch halt der Wald dazwischen ist. Der leckt echt durch die Kante, wie blöd. Wer? Ja, der Jeep da hinten. Ja, das ist kein okay. Jeep, das ist, wie heißen die Teile? UAZ? Nee. M113 oder so, kein Plan. M113 ist aber ein Kettenschützenpanzer. Konvoi und Ghoul sind jetzt wieder vollzählig und fahren die Straße weiter entlang bis zum nächsten Checkpoint. Vollständig? Was heißt vollständig? Respawn. Ja, wir haben keine weiteren Verluste. Wir haben den Moontruck abgestellt und sind jetzt nur zu zweit. Müssen wir nicht verstehen. Aha. Sind nur noch zwei. Melde mal, dass wir ein Stück nördlich von Rabbit sind und ob er eine bestimmte Position von uns wünscht. Hier Ghoul, habt ihr eine bestimmte Position für uns erdacht oder sollen wir euch weiter folgen? Hier Konvoi. Das Beste wäre, wenn ihr über uns bleibt. Für uns ist das nicht das Beste. Feindliche Luftabwehr, 1,8 Kilometer. Weißt du was? Und da sind wir drin. Was? Nein. Nee, ich riskier's doch nicht. Der ist 2000 Meter weg. Okay, fliegen wir ein Stück weiter nach Süden dann. Ja, gut, so verstanden, kommen näher. Die sind jetzt bei Checkpoint Bravo. Da vorne ist die Grenze. Weiter dürfen wir dann eh nicht. Fraps an. Lass jucken, Baby. Say hello to my little friend. Ey, wo feuerst du hin, Mann? Da ist doch nicht mal wie Bela. Ich schieße doch nicht auf mal wie Bela, ich schieße auf die Vorstadt. Ach so, okay. Wie sieht's aus? Da verbindet sich noch ein paar. Cheese. Oh, der ist weg gerade so. Fliege ich auch noch. Shake your ass, bitches. Melde mal. Keine weiteren Ziele momentan sichtbar. Können wir hier Ghoul, keine weiteren Ziele sichtbar kommen? Hier Konvoi, haben soweit verstanden. Wir rücken jetzt erstmal auf den Außenposten vor, den wir hier haben, werden uns einen Überblick verschaffen und werden uns dann weiter fortbewegen. Da war doch nochmal kurz was. So, verstanden. So, vielleicht, ich weiß nicht, ob ein Positionswechsel nicht doch besser ist, ich habe keine Ahnung. Hm.
Auf was feuerst du, Junge? Auf Zivilisten, sag ich schon. Auf Feinde. Und du hast den Scheiß auf Band, Mann. Wenn das auf YouTube hochgeladen wird, dann wird jeder wieder denken, ey, die Amerikaner und so. Ja, ja. Auf Zivilisten. Du bist bescheuert. Feuere du weiter auf Zivilisten, ich trinke weiter Bier. Ja, ja, Bier. Ah, ja, genau, wir hatten ja, da war was. Wir durften ja auf Jeeps nach eigenem Ermessen, ne? Ja. Du sagst, wenn ich höher soll. Say cheese. Wir werden mal nur bei den Zivilisten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, bei den Soldaten nachfragen, ob wir die bekämpfen dürfen. Bald müssen wir tanken. SF2 Angul sind unter Beschuss vom schweren MG. Könnt ihr das Feuer orten? Sagt negativ, ich sehe nichts. Ja, Angul negativ, keine Sicht. Ja, ich weiß ungefähr, wo es herkommt. Könnt ihr genauer sagen, wo es herkommt? Frag mal, ob das beim Wasserturm irgendwo ist. In der Nähe des Wasserturms? Östlich von unserer Position. Östlich von unserer Position, hinten am Wasserturm, die Straße ja, entlang. Ja, Wasserturm, die Straße entlang. Ja, okay. Ja, da sehe ich nicht hin. Soll ich steigen kurz? Warte mal, ich schaue, ob ich den Fall der Kugel mitbringe. Frag mal, ob das... Warte. Ihr Ghoul hat das Effekt. Positiv, den Beschuss, den er zuerst hatte, den nochmal wiederholen bitte. Die Position. Spam. Du weißt, was er meinte, ne? Frag mal nochmal nach. Beschuss einschalten und noch von unserer Position noch weiter östlich. In der Stadt rein, die Straße, die mitten durch die Stadt führt. Ja, sehe ich nicht so gut. Geh noch ein Stück hoch. Sehr viel weiter hoch würde ich ungern. Frag mal nochmal nach, ob das Effekt hat. Den Beschuss, den ja gerade auf der einstellen, weil genau dahin wollten wir uns gerade vorrücken. Okay. Hab ich gehört. Gut. So verstanden, also hatte das Effekt. Positiv. So verstanden, Ghouls Standby, Ende. Yeah, nicht mal Gegner getötet, die ich nicht mal gesehen habe. Geil, oder? Aber so ist es doch voll in Ordnung, wenn die Koordination da ist, finde ich. Ich kann um Ecken schießen. Okay, ich sehe sie laufen. Einer läuft, danach 100 Meter Abstand. Ist das Rauch? Ja, die haben Rauch geschmissen. Neble selbst! Lauf, Forest, lauf. Moon? Hä? Munition? 142. Raketen? Hallo Tracer. Kein Scheiß, Junge. Wir landen noch vorm kriegerischen Gericht.
Schön ins Gesicht lasern. Kostenlose Augen-OP. Wo ist eigentlich dieser bekackte Zaun? 50 Meter vor uns. Circa. Ach, da. Da, wo die Straße den Knick macht, ne? Straße? Ja, unter uns ist so eine, ja, so eine Straße, genau. Die macht da so ein bisschen Knick. Ja. Zivilisten oder irgend so ein Scheiß. Ja, das kann ich dafür, Mann. Zivilunken. Zivilunken, ja. Oh Mann. Ich zeige ihnen, dass ich weiß, wo sie sind. Hey, Chef, hier ist irgend so ein Lichtpunkt. Hatten das was zu sagen? Ich nehme lieber mal meinen Zeigefinger von meiner Maus. Ja, richtig. Habe ich auch die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass ich wieder irgendwelche Darts abfeuere, wie bei Steffen vorhin, gestern. Kennst du das, wenn du YouTube-Videos irgendwie anschaust und deine Hand auf der Maus hast, dass du aus irgendeinem Grund einfach mal rechts die Maustaste drückst? Nee. Mir passiert das voll oft, ich sitze da, schaue ein Video, auf einmal mache ich Rechtsklick und ich denke mir so, what the fuck, was mache ich da? So fängt das an. Die Stimmen befehlen dir Dinge, die du tust, ohne dass du weißt, dass du sie tust. Ich bin dann einfach trigger-happy. Oh, da kommt ein Zaun. Ich muss ein Stück nach rechts weg. Also da, wo der rote Radarpunkt ist, da sind sie gerade. Sehe ich nicht. Ich sehe hier nur jede Menge Feld.